Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to this press point with Commissioner-designate Günther Oettinger, who has just come out of his hearing in front of the European Parliament. Mr. Oettinger will now give a short introductory statement and then be ready to answer a few questions, one or two questions, and it is at your disposal. Thank you. A little bit quiet, please. Ladies and gentlemen, 3 hours of constructive questions and in a good atmosphere. I think the committee was very competent, good prepared, and I'm sure there is a chance of a good partnership next years between these both committees and with me, my new function, for a big issue, for the issue to bring energy in a full sense to a European level, with many intentions of the Parliament, some intentions of me, with good work last years by my colleague Pilbalgs. I'm glad to be here in this dossier, and I'm sure the Parliament is with me and not against me. We have all chances to bring energy on a good way. Thank you. One or two questions. Yes, please. Sven Rüsch, ARD Studio Brüssel. Herr Oettinger, ich würde Sie gerne noch mal auf Deutsch fragen. Was ist Ihr Eindruck aus dieser sicher sehr ungewohnten, prüfungsähnlichen Situation der letzten 3 Stunden? Insbesondere würde mich interessieren, ob Sie glauben, dass Sie die Bedenken einiger Abgeordneter zerstreuen konnten, dass Ihre Nähe zu großen deutschen Energieunternehmen möglicherweise zu groß sein könnte. Danke. Es ist nicht meine Aufgabe, den Ablauf zu bewerten. Das machen die Abgeordneten selbst, das machen die Medien, das macht die Öffentlichkeit. Ich kann nur sagen, die 3 Stunden waren sehr konstruktiv, waren sachorientiert. Es gab kritische, aber faire Fragen. Es war sportlich. Und ich habe den festen Eindruck, dass noch stärker als in nationalen Parlamenten die Abgeordneten hier parteiübergreifend Sachziele haben und kooperieren wollen. Und ich biete gerne in aller Offenheit meine Bereitschaft zu einer Partnerschaft dem Industrieausschuss und dem Umweltausschuss an. Es war heute ein guter Auftakt dafür. Ja, Boris Reitz, ZDF-Studio Brüssel. Nochmal zur Atomenergie. Ihnen wurde vorgeworfen, Sie hätten den Spagat vom Saulus zu Paulus hingekriegt. Nochmal konkret, wie konnten Sie entkräftigen, dass, auf welcher Seite Sie bei der Atomenergie jetzt stehen? In meinem jetzigen Amt kämpfe ich für einen Energiemix, der in Baden-Württemberg die Kernkraft beinhaltet, mit 4 Kernkraftwerken, die derzeit unentbehrlich sind. Die neue Aufgabe heißt, dass ich neutral bin, neutral sein muss. Wir haben Länder wie Österreich ohne Kernkraft und Frankreich mit viel Kernkraft in direkter Nachbarschaft. Und deswegen für mich steht das Thema Energieforschung im Vordergrund, das Thema Endlagerung und hohe Standards dafür im Vordergrund. Aber die Entscheidung im einzelnen Mitgliedsland, ob man Kernkraft abschaltet oder neu baut oder erhält, die treffen auch in Zukunft die nationalen Regierungen. Das ist die klare Kompetenzordnung, die achte ich. Okay, thank you. We have to close the press point here. Thank you. Thank you.